Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde bei Tyranny. Ja, wie man gerade rechtzeitig zum Start der Aufnahme gesehen hat, haben wir wieder Belohnung gekriegt. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen, was ich gekriegt habe? Unsichtbarkeitstrank. Ah ja. Also ja, das Waffenöl, das hatten wir schon. Und wir haben einen Questgegenstand, Haussiegel. Dieses Siegel wurde mit Sorgfalt und Hingabe zum Detail gefertigt. Du erkennst es als das Siegel des Handelshauses Hanstatt Feder. Ah ja. Und das ist der Unsichtbarkeitstrank. Ja, ich muss mal wirklich langsam gucken, wegen den ganzen Gegenständen, die wir so haben, was ich so loswerden kann. Zum Beispiel, ob ich Beric nicht ein besseres Schild geben könnte und das andere verkaufen oder im wenigstens im Inventar lassen könnte. Weil das ist ein bronzener Turmschild und das ist ein bronzener Turmschild. Wendrimbogen zum Beispiel und die Klinge des Ruins. Naja, obwohl die Klinge des Ruins könnten wir behalten. Aber so ein Stab des borealen Forsts. Also den schlechteren, wenn es einen gibt. Und so weiter. Und auch rüstungsmäßig, so Hordenstiefel. Und so weiter könnten wir loswerden. Was trägt eigentlich Lyra zurzeit für einen Helm? Ah, ist den da. Ich könnte den Helm auch ausblenden, will ich nicht. Bei ihm kann ich ihn nicht ausblenden. Ihr könnt ich mal einen Helm verpassen, eigentlich. Was haben wir denn Schönes? Eine Kapuze des Weisen oder eben neben leichter Bronzehelm, nicht unbedingt. Gehen wir mal die Kapuze, aber blenden Sie den Helm auch aus. Ja, ich weiß, dass es die Option gibt. Ein geschmähten Schild. Ist in allen Belangen besser als das Schild des Schicksalsbinders. Sehr ermutigend. Und auch besser als diese bronzenen Turmschilde. Weil Beric hat halt einfach viel mehr Ausweichen dadurch. Dadurch hätte er aber mehr Ausdauer. Ausdauer war wahrscheinlich hier Ausdauerverteidigung. Können wir mal kurz gucken. Ja, man sieht, nur wenn man schon drüber hovert, sieht, was beeinflusst wird. Also das hier unten ist wahrscheinlich Ausweichen und das ist Parieren. Genau. Dann bleibst du erstmal mit dem Schild. Ich habe hier noch eine Erdhexenkapuze. Die ist genauso gut wie die Kapuze des Weisen. Ja. Hätte ich vielleicht noch bessere Stiefel für dich? Händlerstiefel sind genauso gut. Und ansonsten hätte ich noch Hordenstiefel, die haben aber geringere Erholung. Hätten aber eine erhöhte Abwehr- und Absitzverteidigung. Nee, lassen wir mal so. Gut, dann gucken wir mal, was die von uns wollen, die Söldner. Ob sie uns jetzt einfach nur überfallen wollen oder ob. Das soll wohl ein Witz sein, ein Wegzeug. Bezahle nichts. Ich verlange, dass ich passieren darf. Tut mir leid, wenn ich zahlte, darf auch nicht passieren. Okay. Über die Brücke kommen wir also nur so und. Ja, hier sind Plünderer. Eine große Frau steht hier und überblickt von einer kleinen Anhöhe aus die Gegend. Sie sieht kurz hinüber, richtet ihren Blick aber sofort wieder nach vorne. Willkommen auf dem Eisenpfad, Thun und Schicksalsbinder. Sie notiert, ich heiße Welby. Ich bin die Erstaxt der Bronzenen Bruderschaft. Wobei ich nicht weiß, ob der Titel noch irgendeine Bedeutung hat. Bronzene Bruderschaft, also die kennen wir noch nicht so direkt. Wir haben also weder Zorn noch Gunst bei denen. Sie hält inne, um ihre Gedanken zu sammeln, und öffnet dann den Mund, um weiterzusprechen. Stattdessen atmet sie langsam aus und schüttelt den Kopf. Vergiss es, ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten.
Ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist, bevor du mit Redmond sprichst. Aber du musst vorsichtig sein. Er ist in letzter Zeit nicht er selbst. Jeder vermeintliche Erfolg kann schnell zu einem ernsten Problem für den werden, der ihn angeblich beleidigt hat. Wähle deine Worte ihm gegenüber mit Bedacht. Womit kann ich helfen? Wie sollte ich Redmond beleidigen, indem ich mit dir spreche? Du hast zuerst mit der Erstachse gesprochen, bevor du mit dem Erstbruder sprichst. Mit der Leibwache vor dem Anführer. Was kann das anderes bedeuten als Verschwörung und Verrat? Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, so zu sprechen. Ich will dich nur warnen. Sei bei Redmond auf der Hut. Redmond auf der Hut. Komischer Name. Ich will etwas mehr über die Bruderschaft erfahren. Webby lacht ein wenig. Wir sind Söldner, ganz einfach. Ich will nicht so tun, als wäre es irgendetwas anderes. Gewiss, wir waren in den letzten Jahren etwas sesshafter als gewöhnlich, aber das ändert nichts daran, dass unsere Dienste für den richtigen Preis zum Verkauf stehen. Wir wissen beide sehr gut, dass die Ringe, welche die Stimme uns gegeben hat... Also damit meinen sie wahrscheinlich Nevads Stimmen. Das einzige waren, was unsere Treue für Kyros gekauft hat, als der Oberherr ein Auge auf die Kreuzung warf. Selbst wenn unser Dank dafür war, dass wir aus unserem Zuhause verjagt wurden. Sie musterte dich einen Augenblick lang. Nicht, dass ich dir das vorwerfen würde. Es mussten Entscheidungen getroffen werden und bei jeder Entscheidung muss irgendjemand den Preis bezahlen. Ich hoffe nur, dir ist klar, dass manche Leute sehr ungern bezahlen. Retomon wird dir etwas von unserem langen und ewigen Tradition erzählen, als wären wir altruistische Heilige, die nichts Unrechtes tun können. Aber die Geschichte ist so alt und stinkt so sehr wie die Schwarzhaare von Oma Tierfrau. Verstehe mich nicht falsch, ich nehme keinen Auftrag an, der mir nicht richtig vorkommt, aber Ring ist Ring und ich gehe dorthin, wo das Geld mich hinführt. In einem Punkt sind Retomon und ich uns einig. Wir haben einen Auftrag für Kyros erledigt, wurden dafür aber nicht entsprechend belohnt. Die Bruderschaft ist stark und wir sind viele. Wir werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ich bin nur mit Retomons Methoden nicht einverstanden. Und was heißt es, eine Erstachse zu sein? Sie seufzt. Wenn ich das wüsste, Schicksalsbinder, die Erstachse beschützt und berät den Erstbruder. Ich soll Retomon Beraterin, Vertraute und Wache sein. Er verhält sich in letzter Zeit sehr merkwürdig, paranoid, manisch, misstrauisch. Meine Pflicht als Erstaxt ist es, den Erstbruder zu beschützen, aber ich habe auch geschworen, die Bruderschaft zu beschützen. Und wenn ich dafür Retomon absetzen muss, dann ist es eben so. Er hat im Moment zu viele Unterstützer in Lithians Kreuzung, um sich gegen ihn zu stellen. Was glaubst du, was mit ihm geschehen ist? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die Bürde des Führens, die Schlacht mit Kyros Truppen, seine Nacht in den Altmauern, sie zuckt mit den Schultern. Als du entschieden hast, die Bruderschaft aus der Kreuzung zu vertreiben, ist er vollends durchgedreht. Ist es von Bedeutung? Sein Verhalten gefährdet die Bruderschaft. Er muss aufgehalten werden, bevor er uns zerstört. Ich fürchte, die Leute werden bald unter sehr viel schlimmeren leiden als einem Wegzoll. Wie würdest du die Bruderschaft führen? Ich würde keine Zeit und Ressourcen auf kleinliche Rachefeldzüge verschwenden. So viel kann ich dir sagen. Ich kämpfe gerne und ich mag Ringe. Und bei der Bruderschaft gab es früher beides regelmäßig. Jetzt gibt es nur noch Angst, Misstrauen und Blut. Ich will das disziplinierte Regiment zurück und dafür werde ich sorgen. Das sollten wir uns vormerken, weil so eine, auch wenn es Söldner sind, eine verlässliche Kampftruppe ist niemals verkehrt zu haben, vor allem als Schicksalsbinder. Und wenn sie wirklich in der Lage ist, die Bronzene Bruderschaft gescheit zu führen, ist es vielleicht eine gute Idee von uns, ihren aktuellen Anführer abzusetzen. Auf welche Weise auch immer. Ich stimme zwar zu, dass uns übel mitgespielt wurde, aber Retomons Methoden, um Wiedergutmachung zu erlangen, sind verabscheuenswürdig. Klingt, als wärst du einfach ein Feigling. Wenn man etwas will, muss man es sich nehmen. Retomon macht das genau richtig. Stimmt, sich wie ein Kleinkind zu verhalten, wenn man seinen Willen nicht bekommt, ist nicht das Zeichen eines Anführers.
Nun befähigt das Kleinkind in diesem Fall eine Armee, die seine Heimat in Schutt und Asche legen kann. Ich will dich noch was anderes fragen. Das ist vorerst alles. Baby nickt mit Verlaub, Schicksalsbinder, und sei vorsichtig. Okay, wo ist Rettomon? Ihr seid Plünderer, Schläger. Wenn ich euch beklaue. Leichte Lederhandschuhe, schwere Stoffsandalen. Eine kleine Sigille. Ja, das ist nur noch ein Schläger. Abklingzeit von Zaubern verringern. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gerade bei solchen Heilzaubern. Gut, jetzt kostet das nur noch 3,1 Erholung statt. Hat das irgendwas gebracht? Ach, hier oben. Abklingzeit, nicht Erholung. Ja, 4 Sekunden sind immerhin 4 Sekunden. Den Zauber kann ich leider nicht mehr buffen, weil ich ihn schon mit dem Sigil des Frostfeuers gebufft habe. Kann ich bei dir noch was buffen vielleicht? Nein. Bei dir könnte ich den hier buffen. Indem ich... Nee, nicht mehr Reichweite. Intensität kann ich nicht. Bringt mir nichts. Deswegen die Abklingzeit. Wie gesagt, den kann ich nicht buffen. Okay. Gut, jetzt, da wir mit ihr gesprochen haben. I got it. Plünderer. Da ist Rettomon. Und das hier sind Geschmähte. Das ist Will. Ein kleines Kerlchen steht vor einigen Soldaten in Rüstung, ist gestikuliert wild mit den Armen und schreit den Mann, der direkt vor ihm steht, voller Frust an. Kommt nicht in Frage, ich habe den Eisenpfad schon öfter bereist, als ich zählen kann. Ich musste noch nie einen Weg zahlen und das tue ich auch heute nicht. Er bemerkt dich in der Nähe und wendet sich zu dir. Schicksalsbitte, du kannst mir doch bestimmt helfen. Ich heiße Aster und ich muss nach Letians Kreuzung. Ich muss Waren liefern. Sag diesem Mann, dass ich keinen Wegzoll zahlen werde, weder an ihn noch an jemand anderen, und dass er mich durchlassen soll. Er verschränkt die Arme vor der Brust und nimmt mit entschlossener Endgültigkeit. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wirst. Du bist hier lediglich in einen Konflikt gestolpert, der durch die sich ändernden Zeiten ausgelöst wurde. Das sagt jetzt... Ich dachte jetzt gerade, der sieht ein bisschen dick aus, aber das ist nur die Rüstung. Ich bin Will von der Brossenen Bruderschaft. Der Eisenpfad steht unter unserem Schutz. Jeder, der ihm passiert, muss sich an unsere Regeln halten. Wenn dieser Herr durch unser Land reisen will, muss er lediglich eine kleine Spende tätigen. Er streckt seine Hand aus. Dieses Geld hilft unserer Sache und sorgt dafür, dass der Eisenpfad für alle Reisenden ein sicherer Ort bleibt. Ihr seht doch gewiss beide den Sinn darin. Aster spricht, seine Arme schwingen wieder umher und unterstreichen seine Worte. Und wer, wenn ich fragen darf, beschützt den Weg? Ihr, die ihr da mit euren Waffen auf mich gerichtet steht? Seine Arme fallen hinab und er wendet sich an dich. Ich bin nur ein einfacher Handelsreisender. Ich habe kein Geld übrig und ich stelle ganz gewiss keine Bedrohung für irgendjemanden dar. Von wegen, ihr sorgt für Sicherheit. Er deutet auf Will. Du bist die einzige Bedrohung hier. Schicksalsbinder, bitte bringt diesen Mann zur Vernunft. Hier ist eure Bezahlung, damit ihr den Händler um Bescheid passieren lässt. 50 Ringe. Dieser Mann wird heute keine Wurzel bezahlen. Pfeift deine Männer zurück und lass ihn sofort passieren. Zuerst zu sprechen, dass du früher kostenlos passieren durftest, hast nichts zu sagen. Bezahle den Weg zur Kehr um. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Das vergeudet nur meine Zeit. Du bist auf dich allein gestellt, Händler. Pfeift deine Männer zurück. Gunst bei Letians Kreuzung. Danke, Schicksalsbinder. Du hast heute eine wirklich gute Tat vollbracht. Aster verneigt sich dramatisch. Er wendet sich wieder dem Soldaten zu.
Und du, Grobian, geh aus dem Weg und lass mich passieren. Will hält seine Stellung und blickt dich eindringlich an. Vielleicht solltest du deine Position noch einmal überdenken, Schicksalsbinder. Er stellt seinen Hammer auf den Boden und lehnt sie mit starrem... lehnt sich darauf und starrt Astan. Als Wegzeug akzeptiere ich Ringe oder Blut. Gerne auch beides.